Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch leider dabei, diesen tollen Berg hier abzutragen. Kommen aber immer weiter voran, was das angeht. Hier müssen wir halt auch noch ein bisschen abtragen. Und ja, ich würde eigentlich liebend gerne Deckschicht draufsetzen. Aber es gibt halt keine Möglichkeit. Hier zu sagen, senkt's mir oder hebt's mir an? Also ich kann den Boden nur so anheben. Oder absenken. Das wäre übrigens dann auch eine Möglichkeit, dass ich den Boden einfach noch mal ein Stück anhebe. Mit den Steinen, die wir da haben. Oh, du fängst sogar schon an damit. Okay. Dann machen wir das mal so groß wie möglich. Weil dann habe ich auch wenigstens einen einheitlichen Boden und muss mir keine Gedanken um, ja, Erze zum Beispiel, wie hier machen. Ja, und da gehen unsere Steinvorräte zur Neige. Hä, warum habe ich hier? Ich hinterfrage das mal nicht und stell den hier auch mal auf Steine ein. Und schnapp mir dich. Und dann holst du mir bitte den Stein da drüben, also den Ziegel. Und reibst ihn bitte auf. Ja, so schlau bist du, gut. Ja, das könnte halt eine Weile dauern. Aber wie gesagt, wir machen hier ein Großburgbauprojekt. Also vielleicht sogar hier oben auf diesem Hügel einen Außenturm.
der da nur per Brücke zu erreichen ist. Katapultturm zum Beispiel können wir hier hinstellen. Wollen auch große Außentürme auf die Burg haben. Also ja, jeder Block, den wir hier wieder hinmachen, kostet uns 10 Steine. Wie gesagt, ich hätte es gern gehabt, dass man eine Deckschicht wieder drauf machen kann. So wie hier beim Sand. Weil hier ist ja die dünne Sanddeckschicht hier. Aber das ist leider nicht so einfach möglich. Deswegen machen wir das Beste draus. Ich hoffe, ihr findet das jetzt auch nicht zu langweilig, weil ich bis jetzt halt nur dabei bin, alles zu planen. Und ja, dann müssen wir theoretisch das hier eins höher setzen. Wobei, das ist auch blöd. Da sind da die Erze weiter drin. Nee, das muss so bleiben. Die müssen den Berg wirklich komplett abtragen. Aber ja, ich finde, unsere Ressourcenlage sieht schön aus. Das ist eine der Sachen, die ich angenehm an dem Spiel finde, wie sie so, das kann ich wieder zu einem Steinstockpile machen. Wie schön die Sachen angeordnet sind. Das macht so ein schönes Augengefühl. Also auch hier die Sachen und sogar die Erze und alles. Die Barren vor allem. So, jetzt kann ich hier schmaler machen und hier in die Breite ziehen. Tja, wie gesagt, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Oh, cool, wenn sie hier. Obwohl, nee, sie machen da auch dann diesen Kalksteinboden draus. Oder Sandsteinboden, nicht Kalkstein. Kalkstein, wer weiß. Nur, dass sie sich jetzt gerade ziemlich wenig Mühe dabei geben, das ordentlich zu machen, sondern einfach wild irgendeine der Stellen füllen. Und ich finde es toll, wie grimmig eigentlich die meisten bei der Projektwands gucken. Nicht mehr lang und ich kann einen neuen beschwören. Und ja, ich weiß, ich hätte vielleicht den Boden auch ziegeln können, aber
Oder einen Holzboden? Hätte ich einen Holzboden reinmachen können. Ne, ich kann Holz leider nicht auf dem Boden platzieren, was schade ist. Ich kann halt nur Pfeile auf dem Boden platzieren oder Holzstämme, aber nee. Das würde komisch aussehen. Aber ja, so ist es gut. Hier wird abgetragen und hier wird aufgebaut. Dadurch brauchen sie zwar ein bisschen länger, weil sie ständig mit den Ressourcen hin und her rennen müssen. Aber wir kriegen unser Burgfundament hin. Oh, hier ist Eisen und Glowstone gemischt. Ah, auch nicht schlecht. Hier hätten wir noch Gras und Bäume. Hier hätten wir noch mehr Glowstone. Die Steine da sind alle. Wir hätten noch die Steine. Wir hätten sogar hier oben jede Menge Steine. Und auch hier hätten wir Steine zwischen den Bäumen. Da liegt sogar noch ein Baumstamm in der Gegend rum. Also ja, das hier werden wir natürlich auch alles abholzen. Was halt wahrscheinlich nicht möglich ist, ist... hier so Löcher zu schließen, oder? Gucken wir einfach mal. Okay, da tragen sie jetzt ab. Habe ich wahrscheinlich aus Versehen auf Abtragen geklickt. Ah nein, da tun sie nichts machen. Sie können nur auf andere Böden setzen. Ah, das hier nimmt schon langsam Gestalt an. Ein Bau als Bauplatz. Wie gesagt, da ich eh vorhabe, außer jemand hat eine andere Idee und könnte mir mal schreiben, einen Graben zu ziehen, ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir den Bauplatz erhöhen. Womit ich jetzt noch rumexperimentieren will, während die... Wobei, das kann ich dann machen, wenn wir hier ein bisschen weiter sind. So. Da wir ja nicht mit Corrupt Ones uns anlegen müssen, hier im freien Bauen...
So. Jetzt hätte ich gerne. Gewölbe. Ja. Na, nicht wirklich. Man muss es wirklich, kann es wirklich nur zweimal, also zwei Felder breit machen. Die Höhe ist dann allerdings egal. Läuft's hier drüben? Ja, hier drüben läuft's gut. So sieht das allerdings auch ein bisschen doof aus, findet ihr nicht? Und dann bleibe ich, glaube ich, lieber bei Parapets. Wobei gibt es hier nicht Hilfe. Nein, das war nur das Tutorial. Ne, nur das Tutorial. Gut. Was ist. Ach so, wir können einen neuen spawnen. Yay. Yeah. Oh, hier ist doch ein Feld sandig geworden. Ja, macht mal hier. Das hier können wir mal wegmachen. Achso, das war die Bodenformung hier. Also irgendwie hätte ich schwören können, dass das mit Gewölben anders war. Nee, das sieht erst recht doof aus.
Und ja, ganz ehrlich, wenn ich sie zwei auseinander mache, dann sehen sie auch irgendwie doof aus. Vor allem hier ist es nicht richtig abgeschlossen. Nee, das sieht doof aus. Ich glaube, wir bleiben bei Türen.